Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark Fjordur. Hallihallo, ihr Lieben. So, wir haben zuletzt ein bisschen gezüchtet und sowas. Und wie angesagt, wollen wir heute uns erstmal Asgard angucken. Wieder zu zweit fliegen oder getrennt? Ja, ist besser. Zu zweit, okay. Dann kannst du mich im Notfall noch in Sicherheit bringen. Ja, Ja, Moment. Ich. ach, habe ich Kryopods drin? Ja, Eine. Kryopods habe ich. So. Weg von den anderen Platterienchens hier. Okay, ich fliege aber jetzt nicht zur Höhle. Wir machen das wieder über einen Porter, ne? Dann schmeißt er uns auch nicht Genau. runter. So. Wer den Teleporter nicht hat, der kann halt zur Höhle fliegen. Oder auch eher lange gedrückt halten und darüber dann porten. Bist du wieder da? Ja. So. Dann wir gehen aber Asgard Terminal, ne? Ja. Ja. Besser ist. Und tack. Geht los. Da sollte es ja wohl am sichersten sein. Ja. Und Bild. Ich habe weißes Bild, also Ladebild. Ja, das kommt bei mir gleich noch. Irgendwann. Ich bin da. Ui. Ziemlich hell gehalten. Okay. So, ja, fast Laubwald, gelb, orange. Oh. Hier laufen sogar Mammuts rum. Also die Farbe geht eher auf Wüste raus. Die Okay. Grundfarbe. Aber so wie es aussieht, hübsch. Jetzt hoffentlich gleich sehen. Asgard müssten die Blitzdrachen sein, ne? Soweit ich weiß, ja. Und Jotunheim, die. Ach herrje, wir sitzen wieder direkt auf dem Terminal. Wie. Und Jotunheim, die Eisdinger. In Bannerheim waren ja die. Gift. Gift, ja. Oh, ich bin da, aber ich musste noch reinladen lassen. Okay. Oh, die Berge, die Gipfel, ne, sind mit Wolken umzogen. Finde ich cool. Was? So. Den sehe ich schon mal. Ankes. Stego. Mammut. Mammut sehe ich auch. Ich sehe hier, ach, wie heißen die neuen Nannies hier seit Genesis? Rings. Mewing sehe ich hier. Welches Level hast du denn? Ich hab Standbild. 280. Okay. Achtunddreißig, 33, 8. Ach ja, die waren ja nicht so hoch in den Werten, ne? Aber Mewing könnten wir uns auch vielleicht gönnen, ne? Aber wir gucken uns erst um, ne? Ja, erst gucken und dann, ne? Sobald du da bist, richtig. Ja, es wird, glaube ich, nicht besser. Okay. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal auf normale Karte, wo wir sind. Aber man sieht ja immer nur die normale Karte. Ach, bin wieder da. Der Föhn. Fliegen wir mal Richtung Meer. Aber mal. Standbild. Okay. Alus sehe ich. Argentavis. Wieder da. Da unten ist eine Brücke. Ist die kaputt oder ist sie nicht richtig reingeladen? Also nicht, sehe ich nicht. Nee, die ist heile. Standbild.
Da, guck, ich drehe mich. Achso. Ja, weil ich mich jetzt wahrscheinlich gedreht habe. Waren ja noch nie in Asgard, deswegen, ne? Muss er das bei dir alles richtig reinladen. Ja, oh, ich weiß. Irgendwann läuft es dann wieder besser. Ja. Oh, cool. Ja, ne? Oh. Standbild. Ach je, ich wollte gerade gucken. Das darf sich nicht drehen. Ich wollte gerade gucken, ob da auch Zwerge dran sind. Oh, hier sind viele Alus. Da sind Alus. Da vorne sind Alus. Vielleicht finden wir hier neue Viecher. Was fehlt uns denn noch an Viecher, die wir noch nicht gesehen haben? Leuchteviecher fehlen zum Beispiel hier. Diese kleinen Echsen, wie heißen sie denn? Glowtails. Okay. Dann haben wir noch nicht gesehen. Falls die hier sind, diese großen Sammler. Wie heißen sie denn? Strider. Ja, Strider, falls es die auf Karte gibt. Dann fehlen uns noch. Ja, Rockdrakes. Die Rockdrake-Höhle haben wir noch nicht. Uns noch nicht angeguckt. Ich weiß ja nicht, ob die noch da drin sind oder nicht. Mhm. Shadowmanes, weiß ich gar nicht, ob es die auf Karte gibt. Ich denke schon. Soweit ich gelesen habe, soll es die geben. Ja. Die wird er wohl auch hier irgendwo verteilt haben oder so. Ja, da sind auch wieder Zwerge dran. Super. Die sind Alus. Lass uns vielleicht die Alus hier wegnaschen. Ja, ich wollte nur ein bisschen guckern auch, ne? Ja. Ach. Bis jetzt ist das Gebiet, sieht zwar schön aus, aber nicht groß was zu sehen, ne? Wollen wir weiter gucken? Vielleicht kommt ja noch was. Ja, ich weiß ja nicht, wie groß die sind. Jotunheim war ja nicht so groß, ne? Die Karte an sich. Also damals nicht. Weiß ja nicht, wie es jetzt ist. Ich weiß auch nicht, wie es hier aussieht mit Höhlen oder sowas, ne? Oh, da hinten scheint so ein lila Wald oder so zu sein. Und die Landschaft finde ich richtig hübsch. Ja. Vielleicht finden wir hier einen Punkt, wo wir einfach mal uns niederlassen. Also so ein Außenposten. Wir können ja in jeder Welt so einen Außenposten bauen. Ja, hatte ich sowieso vor. Ja, wo man sich dann sicher hinporten kann. Ja. Muss ja nichts Großes sein. Nö, einfach so. Vielleicht gibt es ja auch Dörfer, die man besiedeln kann oder so. Schauen wir mal. Ja. Ich finde schöne große Bauflächen, ne? Ja. Du siehst sie noch nicht, aber. Jetzt kommen ganz viel. Ja. Guck mal da rechts von uns. Ein bisschen schräg hinter uns. Da hinten sind ganz viele Steine aufgestellt. Seht ihr das? Richtig. Ja, gucken wir mal hin. Und danach gucken wir in diesen lila Wald rein. Ich hab's nur gerade gesehen. Ja, vielleicht hat das was zu sagen oder so, weil ein Weg hinführt, ne? Mhm. Na, hier sind auch wieder Alus. Also Alus sind hier viele. Ja. Wenn wir noch alles brauchen, weißt du, wo wir sie herkriegen. Ja. Aber bis jetzt habe ich noch kein Metall gesehen oder so, ne? Hm. Ach, hier hinten sind Pferde. Oh je. Vielleicht gibt es dann auch Einhörner. Guck mal, das sieht fast aus wie Grabhügel. Ja, Moment, ich habe Standbild. Ich drehe mich gerade. Wieder da. Oh, siehst du. Ja, das sieht echt aus wie Grabhügel oder sowas. Finde ich cool. Raptoren sind hier. Die jagen gerade ein Pferd, was wir gerne hätten wahrscheinlich. Sind hier seltene Blumen drauf oder sowas? Kann ich hier landen? Ich lande mal und dann krabbel ich mal solche Blumen. Ja, pass mal auf, ne? Jetzt hatte ich aber einen Bildfehler drin. Alter Schwede. Michi. Nee, die Blumen kann man nicht einsammeln. Das sah gerade aus, als wenn ich im Boden reingehe und dann wieder rausgehe. War komisch. Also das scheinen so Grabhügel zu sein oder so. Sind die aber cool gemacht.
Ja. Also die Fläche hier scheint größer zu sein. Hier ist ja auch Asgard, ne? Möchte sein. Ja. Ich denke mal, das ist mit die größte Karte, die Ark zu bieten hat. Weil, ich meine jetzt mit den, nicht die Grundkarte, sondern mit den Welten zusammengerechnet. Ach je, ein kompletter lila Wald. Warte, ich drehe mich mal. Moment, Standbild. Oh je. Ah, wieder da. Ach, ich sehe hier unten Mentes. Oh. Pool. Ja. Standbild. Ja, weil ich mich wieder gedreht habe. Naja, du drehst dich einfach zu schnell. Das mag gar nicht. Schneggy! Oh. Warte, ich flieg da mal runter. Auch das Licht ändert sich auch hier. Ist das Schneggy? Nein, das ist ein Schildi. Ich dachte Schneggy. Guck mal, das geht ein bisschen auf Aberration raus. Wieder da. Ist das? Naja. Ja, hier die Fächerpflanzen, die erinnern mich eher so an Genesis 2. Finde ich cool, dass das alles hier so mit drin ist. Standbild. Guck mal, den Petrian. Kann ich nicht. Ah, ja, da. Oh, Petri, wo? Weiß nicht, ob er noch in uns ist. Nee, Standbild. scheint. Doch, der krabbelt noch direkt hinter uns. Ja, aber pink. Ja, es passt halt zum Wald hier, ne? Aha. Weiß natürlich nicht, ob hier Sumpf ist oder irgendwas, ne? Aber schlimm genug, dass unsere Tech-Rex pink ist. Ist auf jeden Fall Wasser. Oh, das sieht cool aus hier. Bilder machen, ne? Ja, ich habe noch keine Bilder gemacht. Ich muss. Oh, da vorne ist ein Bauwerk. Klaufvögel. Das sieht aus wie eine Taming-Halle. Ja, den Klaufvogel müsstest du mal. Ja, hier hat einer eine Taming-Falle oder sowas hingebaut. Super. Ich mag das ja normal nicht, Leute, wenn Taming-Fallen so hingestellt werden. Gesundheit. Und die dann stehen bleiben. Stamm Alcazar, die sind überall. Ist nicht so toll. Ich meine, Müssen wir Taming-Fallen. einen auf dem Server haben, der hier gerne bauen würde, und dann kann man hier nicht bauen. Ja, Taming-Fallen sind zwar wichtig, aber Dann ich packt finde sie das, bitte wieder ein. ja, das finde ich schon wichtig. Sowas geht nicht. Aber sieht schön aus hier. Ja. Ich guck mal nach, ob ich hier vorne landen kann und dann mal eine Aufnahme mache. Oh, ist hier eine Höhle? Geht's hier rein? Nö. So, ich lande mal hier. Ja, ich habe sowieso Standbild. Okay. Weil das sieht hier eigentlich richtig toll aus, Leute. Didi. Amazing, ich bin wieder da. Sehr schön. Ich bin noch am Aufnahmen machen. Mach das. Ich finde das schick hier, irgendwie. Müssen wir mal gucken, ob es hier auch Höhlen gibt und so. Schauen wir mal. Die haben so viele Höhlen auf der Hauptkarte, ne? Da müssen wir eh alle noch abklappern. Haben wir bei Bannerheim auch nicht drauf geachtet, ne, ob es Höhlen gibt. Könnt ihr mal auf Karte gucken, wo das hier ist?
damit, ich weiß ja nicht, wie groß das hier ist. Also wir sind, ach, ich habe doch auch ein Dings dabei. Ich weiß ja nicht, wie groß die Karte ist, deswegen sage ich hier einfach mal die Locations, wo wir hier sind. Bei 36,953 ist dieser lila, ja, lila Wald mit C. Einfach nur mal so, würde ich mal behaupten. Ich würde auch sagen, das ist so Sumpf angehaucht. Ja, Von ne? der Wasserfläche her. Dann schauen wir mal weiter. Aber hier sind die Wüstenviecher. Hier ist auch ein, ach, wie heißen sie denn? Sea Arch. Drinks. Tawny Dragons. Das hier ist Metall ist hier auf jeden Fall. Müssen auch mal gucken, wo die ganzen Dinger sind. Muss man sich dann auf Karte auch mal merken, dass man dann auch sieht oder weiß, wenn wir hier was bauen wollen. Fliegen wir mal hier entlang. Was bist du denn da vorne Buntes? Ich bin's nicht. Agentabis. Bist im Baum drin, da. Oh, der sieht aber toll aus. 180, war ja klar. Natürlich alles, was toll aussieht. Ja. Ich fliege mal ein ganzes Stück höher. Vielleicht kriegen wir mal einen Überblick. Ich weiß ja nicht, wann die Border kommt. Auch nicht. Das ist aber. Oh, da ist. Also, wir haben hier einen Liederwald. Da ist. Ja. Auch nochmal ein Liederwald oder was? Standbild. Also rosa. Okay. Wir haben roten. Oh! Bei dem roten Wald ist eine Insel im Dings. Ich glaube, ich weiß, wo wir uns hinbauen. Ach, bin wieder da. Ich fliege da mal rückwärts drauf zu und hoffe, du kriegst kein Standbild. Siehst du da diesen roten Wald? Da ist in der Mitte so eine Insel. Das hört sich doch nach einem Bauplatz an, ne? Ja. Wenn da nicht schon Alcazar ist oder wie heißen. Ja, wir werden es erfahren. Ja. Und wenn, dann waren wir wohl zu langsam. Wie gesagt, was mich nur stört, wenn so wilde Strukturen und sowas rumstehen. Ja, das ist doof. Ja, das summiert sich ja auch mit der Zeit. Dann wird die Performance vom Server auch schlechter. Dann sind die Leute sich wieder am Beschweren, warum der Server nicht so toll läuft. Oh, da sehe ich schon mal eine Brücke. Das kann ich schon mal sagen. Vielleicht. Die Brücke, vielleicht ist da so ein Dörfchen drauf. Lied, 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 Lied. Weiß nicht, ich habe Standbild. Ach je. Oh, sogar mit Anlegesteg. Zwei Brücken führen da drauf. Also einen Weg sehe ich schon mal. Kann ich dir zeigen. So. Ich habe immer noch Standbild, Schätzelein. Ach je. Und ich düse hier noch weiter rum. Also drehe mich. Nicht düsen, sondern drehe mich. Na, wieder da. Warte. Oi. Sieht toll aus, ne? Ja. Mio. Alles Mio. Sind sogar Anlegestellen da. Organik schwimmt hier auch rum. Ah ja, auch keine Kamera doch. Ja, aber wenn wir hier was bauen, weißt du. Oh, da ist ein Dorf! Cool. Oh, hoffentlich hat da noch keiner gebaut. Dann setzen wir sofort hier was hin. Guck mal, hier ist ein Dorf. Ja, Moment, Standbild. Ich sehe eine Tüla. Ach je. Aber es ist ein Dorf. Da machen.
Ah, wieder da. Dann machen wir gleich Tore rein und sowas, ne? Ja. Cool. Ich fliege immer durch. Große Häuser. Wir haben einen Eingang, also zwei Eingänge. Hier oben machen wir dann das Haupthaus hin. Drei Eingänge. Ja, wahrscheinlich vier Eingänge oder so. Ich parke hier oben mal. Macht das sofort Zack. euer Standbild. Ja, steige ab. Und hier machen wir dann unser Häuschen rein. Oi. Hier kannst du mehrere Stockwerke reinziehen. Also hier bauen. Machen wir mindestens ein Stockwerk rein hier vorne. Ja, ich gucke mir das gleich an. Oh, toll, 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 toll. Ja, das wollen wir alle haben. Hey, heißt das dann wieder Dörfchen aufbauen? Hey, also doch nichts Kleines, Schnuckliges. Nein, ich baue hier mal die Steine ab, die kommen ja sowieso weg. Die Ja, großen. wieder da. Ja. Oder auch nicht. Ach, Ja, die Mini. Bäume hier drin wollte ich nicht wegschlagen. So, jetzt aber. Müssen wir mal gucken. Also der Baum könnte weg, der große. So. Mach aber nicht so viel nackig. Nee, zur Not geh gleich eben raus und hole Holz. Hast du schon was, um Bergbänke zu bauen oder so? Ich nein. Denn wir bauen ja alles mit Burgmod. Oh, hier ist Eule. Oh je. Wie groß bist du? Und bunt. 300. Ehreule. Wie bunt? Nein. Dann nicht. Aber 300. Wir haben da schon zwei farblose R-Eulen. Okay. Gehen wir mal die Hütten angucken. Schick, schick, schick. Hilft nicht. Ja, wir verteilen sofort zwei Dings, zwei die Tore und dann verteilen wir ein paar Fundamente, dass hier keiner was hinbauen kann. Hast du schon gesehen, dass hier auch eine Kirche ist? Ja, da ist ein komplettes Dorf. Hat mir nie wieder ganz viel zum Dekorieren. Ah, ich gehe kaputt. Wir müssen auf jeden Fall überall Tore reinmachen, ja? Also da kommen wir nicht drum rum. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Hier muss ja irgendwo ein Weg hochführen. Oder braucht es hier Tapete ran? Ne, wir müssen den Weg ja sowieso haben. Wie der da hochgeht. Ja, ich gehe mal oben lang, vielleicht finde ich ja was. Ja, wäre nicht schlecht. Nein, Hier wohl unten sind nicht. auch noch überall Häuser, ne? Naja. Hier auch nicht. Alter. Ich bin gleich drum rum. Wie, führt hier jetzt kein Weg nach oben hin oder was? Das wäre schon scheiße. Ja. Müssen wir erst einen Weg nach oben bauen. Also Okay. bin gleich drum rum. Doch, ich habe einen gefunden. Wahrscheinlich, wenn ich drum rum bin. Wahrscheinlich. Hier könnte man auch coolen, hier scheint der Weg nach oben zu sein, ja. Hier könnte man auch cool so ein Community-Projekt machen, ne? Weil hier so viele Häuser sind. Naja. Hallo. Hallo. Ich kann nur noch mit Tech-Hose laufen. Oje. Aber den Stein hier nimmt er auch noch mit. Hölle. So. Dann schauen wir mal nach, was wir brauchen für die Burgmod. CKF war das, ne? Ja. Für die Burgmod. Ne, wir brauchen ja das hier. Brauchen wir Metall. Hahaha. Okay. Ich düst dann mal eben nach
Oh, nach Hause, wenn ich mich ausgeladen habe. Büro. Ja. Ich würde sagen, das machst du dann in der nächsten Folge. Ach hey, ich lad mich eben aus. Dann hole ich eben Material ran. Gleich in der Pause kurz. Damit wir hier mal losbauen können. So, die Tapete kann ja ruhig überladen sein. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, warte. Tapete ist noch nicht überladen, das ist sehr schön. Stellen wir die Tapete hier hin. So. Und wir stellen uns hier vorne hin. So, mit Häuschen. Warte, 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 so. So, dann kommen wir mit drauf. So, das könnte eigentlich ein schönes Thumbnail werden. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall sagen wir in dem Sinne erstmal neue Behausung gefunden, nehmen wir jetzt ein und erkunden dann weiter Asgard. In dem Sinne würden wir sagen erstmal Tüdelü und Tschü. Tschüss. Voll aufgeregt und so.